Hallo! Zurück. Washington Ghost. Big der Freitagsfolge. Ja, wir haben das ist mal dieses wunderschöne, hässliche Gebäude gebaut, das riesig und braun und grau und klotzig ist. Wir haben eh viel gemacht in letzter Zeit. Wir haben zum Beispiel das hier gebaut. Diesen wunderschönen Flying Coaster namens Green Lantern First Flight. Dann haben wir natürlich auch das hier nicht gebaut. Das haben wir, ja, mal ein bisschen Resümee ziehen hier. Goliath haben wir gebaut. Und noch nicht gethemt. Wir müssen sehr viel noch themen. Und wir müssen auch sehr viel bauen. Ich habe sogar eine Idee gerade erhalten, was wir noch bauen könnten. Ich glaube, die Coaster. Der Coaster-Typ ist nicht dabei. Nee. Sonst hätte ich jetzt ganz gern hier einen, so einen Batman, Superman Escape from Krypton hingebaut. Aber ich glaube, ich werde hier mal ein Ding reinbauen später. Vertical Drop Coaster. Wir könnten natürlich auch einen Hyper Twister Coaster bauen. Den Superman nennen. Ja, und jetzt zu was vollkommen anderen. Ich habe keine Ahnung, ob ich heute Themen will. Ich heute Themen? Will ich heute nicht Themen? Will ich heute Themen? Oder nicht? Themen? Oder nicht? Themen? Oder nicht? Themen? Oder nicht? Was ist ein One Ghost Woody Farm? Was war das nochmal? Ah, das ist der Woody, den wir irgendwann mal gebaut hatten. Diese Platzierung fände ich himmlisch. Ich muss mir gerade nochmal den Coaster angucken hier. Ja, der war halt drauf gebaut, dass es quasi. Ja, Gerstlauer ist. Aber mir ist gerade was eingefallen, während ich den angeguckt habe. Und zwar wollten wir ja noch sowieso. Diese. Nein. Viper natürlich nicht, sondern. Cobra hatten wir ja. Und den wollten wir ja nochmal bauen. Ich werde es mal sogar so machen, dass ich. 1 zu 1 Copa erstmal übernehmen. Der wird dann nämlich hier stehen. Oder ich. Ne. Hier. Muss er schon stehen. Ich werde natürlich das Timing ein bisschen anpassen. Alles haben sie so gemacht. Okay. Was ja schließlich alles eins weiter runter gemacht werden muss quasi, aber ich werde versuchen, die gleiche Station zu bauen. Auch wenn sie ziemlich hässlich ist, aber naja, so sehen halt zum Teil aus, zum Teil.
So, dann kann ich eigentlich hier unten nämlich auch nochmal. Ich werde hier wahrscheinlich eh nochmal. Also, jetzt sehe ich gerade erst, dass hier der Eingang ist, aber es passt ganz gut, weil ich hier nochmal einen Themenbereich dann gestartet hätte, nämlich gerne. So haben wir hier nämlich ein Schwarzkostüm, hier Ding, und dann baue ich hier wahrscheinlich meinen Batman-Klon rein oder meine Variation des Batman-Klons. Bauen. Alles findet irgendwie wieder Platz unter mir. Und den werde ich wohl lieber eins weiter unten platzieren. Dass er oben perfekt anschließt. Irgendwie sieht es beim normalen Cobra ein bisschen weniger dämlich aus. Mal gucken, was die da gemacht haben, dass es besser aussah. Achso, die haben die Stangen benutzt. Und die hatten noch ein rotes drunter, okay. Ich das Thema immer wieder abreißen. Ich jetzt durchschaut habe. Weil ich super klug bin, habe ich das jetzt durchschaut, was sie getan haben, um diesen Reiz so aussehen zu lassen, wie er aussah. Werde ich jetzt gleich mal kopieren. Okay, dann nehme ich den Untergrund, wie gesagt, dieses weiße Teil. Dann kommt oben drauf. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Diese Stangen in Rot. Weil da hinten ist, glaube ich, gar kein Dach mehr. Oder zumindest brauche ich da hinten kein Dach mehr hin. Da auch schon nicht. Ich glaube, ich nehme nicht das ganz grelle Rot, sondern das hier. So, oben drüber bauen wir diese Teile hier. Ich habe das Gefühl, dass ich das ein bisschen zu niedrig gestartet habe, weil jetzt das hier wahrscheinlich nicht mehr passen wird. Station hat. Ja, natürlich. Bin zu blöd, um einen beschissenen von Infogrames vorgefertigten Coaster nachzubauen. So. Ach so haben die das gemacht. Okay, dann kann ich natürlich lange versuchen, da irgendwie was hin, wenn die einfach den einfachen Weg gewählt haben. Da einfach den einfachen Weg wählen könnt, mache ich das auch.
platziere ich mal hier schnell. Damit wir auch mal ein bisschen was Substanzielles machen und nicht nur irgendwelche Kurse platzieren, wie ich es ja sehr gerne mache, weil man dann nichts falsch machen kann eigentlich. Werde ich hier mal den Weg, schon mal diesen Weg, diesen. Den Weg in diesen Batman-Bereich schon mal vorbereiten. Oh, aber natürlich das Wichtigste hatte ich vergessen bei diesem Ding gerade im Moment. Sieht es ja nicht gescheit aus, wenn es nicht hier so hochgestellt ist. So, habe ich das schon mal so platziert. Wie gesagt, hier hinten kommt irgendwo der Inverter hin. Das bedeutet, hier an diese Ecke, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, an Ecken quasi Ding rangehen zu lassen, wird die Straße weggehen und zwar. Nein, ich habe das komplett falsch gemacht. Aber ich glaube, meine Intentionen waren klar und waren gut so. Hier ist nämlich das, dann muss hier dieses Diamant rein. Ich werde hier mal drei Diamanten, drei kleine Diamanten bauen und dann einen großen. Und dann einen ganz großen. Der total schräg ist. So, und zwar ist das jetzt hier der Weg quasi in den Batman-Bereich. Oder besser gesagt, ihr seht es eh gleich, was ich vorhab. Hier wird nämlich so ein großer Platz entstehen quasi. Damit eben, ja, eigentlich ohne besonderen Grund. Man läuft hier einfach nur durch und dann hinten kommt der große Batman-Platz und hier wird dann die Station sein vom Inverter, der sich danach da hinten schlängeln wird. Von daher haben wir hier auch noch ein bisschen Platz. Weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Ich lege jetzt erstmal hier einen Weg, damit wir Cobra öffnen können. Hat ja ganz gute Werte. Und ja, der Inverter, der wird ja natürlich in. Ich mache es wie in Mexiko, macht Batman 3 als SLC. Der Inverter wird natürlich dann ungefähr hier. Also wie gesagt, ich werde versuchen, das nicht ganz 1 zu 1. Ich werde das Prinzip so umsetzen, wie es halt ist. Ich kann euch schon mal den Anfang bauen vom Coaster, weil den weiß ich schon. So, und zwar wird der so gebaut. So, der Lift. Ich glaube, ich werde aus dem hier sogar, also ganz weggehen von diesem Batman-Klon-Ansprüchen. Auch wenn es für Six Flags eigentlich unnormal ist, aber naja, ich bin ja eh nicht 100% Six Flags-mäßig drauf. Wie gesagt, das haben mich schon viele gefragt, ob das nicht der Sinn von Version 1 Goes Big ist, dass ich Six Flags-mäßig baue. Nicht unbedingt. Also natürlich, ich werde viele, also ich werde auch einige ziemlich Standard, ich meine, das Teil hier heißt Goliath. Das sagt ja schon alles drüber aus, dass ich Six Flags, dass ich das Ganze an Six Flags anlehnen will, aber natürlich kann es auch sein, dass ich dann mal auch mal was baue, was in einem Six Flags Park in echt nicht da wäre, weil das halt mir Spaß macht. Zum Beispiel. Das hier wird, wenn das alles so läuft, wie ich mir denke. Also ich überlege mir gerade, ob ich das Ganze ein bisschen Montu-mäßiger bauen möchte. Also der Anfang hier ist ja schon von Montu, wie ihr vielleicht wisst. Dieses runter und dann wieder hoch und dann auf den Lift Hill.
Könnte natürlich sein, dass ich das hier auch an Monitor anlehnt. Also mit vielen fetten Sachen. Zum Beispiel Batwing. Batwing werde ich auf jeden Fall einbauen. Das könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal einstellen. Das Teil wird ein Batwing haben. Jetzt haben wir hier natürlich die zwei Shuttle Coaster direkt nebeneinander. Das ist 1A Parkplanung von mir. Dagegen kann gar nichts sprechen. Wieso ist Cobra kaputt gegangen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, manchmal diese Vekoma-Qualität. Kaum hat man sie aufgebaut, schon geht sie wieder kaputt. Aber ich würde sagen, dafür haben wir in der nächsten Folge noch Zeit, damit wir das noch zumindest ein bisschen was Substanzielles machen. Stellen wir hier mal die Bootanzahl um. Kann nicht sein, dass die da hinten. Auf der anderen Seite. Na, aber das ist mir ein bisschen zu krass. Gehen wir mal runter auf 20 Boote. Müsste ziemlich gut dann klappen, weil, naja, es kann natürlich auch mal sein, dass man hier mal warten muss. Bei so einer Rafting-Anlage. Von daher wollen wir das hier nicht unterschlagen, dass es möglich ist. Da fährt er zu der Station. Da fährt er dann bis nach da. Hier wollten wir ja noch das Western-Thema machen. Natürlich toll, der hat eine Ecke nicht gedingt und dann, naja. Goliath müssen wir auch noch mit 8Cars fixen. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Bis aufs Weitere. So, auch wenn man außen noch ein bisschen Landscaping machen soll, wie ja schon richtig erwähnt, aber für den Anfang ist es ganz okay, dieser Bereich. Costa habe ich noch nie zugeguckt hier. Dem Loop Garou. Ich werde mal kurz umbauen. Auch nur minimal. Ah ne, der kann ja nicht umgebaut werden. Sonst hätte ich den jetzt ganz minimal umgebaut, indem ich hier eine geneigte Kurve gemacht hätte, aber ein bisschen weiter unten. Hätte dann ein bisschen mehr Speed, aber da das ja nicht geht. Also das ist ja auch ein offizieller Six Flags Rad, glaube ich. Ja. Die können alle nicht umgebaut werden. Ich muss aber hier noch ein bisschen rumspielen, mal mit dem. Mit den Timings, damit hier nicht mehr so oft Stau gibt. Damit es hier nicht mehr so oft Stau gibt. Machen wir mal erstmal auf 20 Sekunden. Jetzt können wir dann mal gucken, ob das hier klappt. Wie gesagt, umbauen kann ich ihn nicht. Um den Blockbremse rein. Auch von daher. Geht natürlich dann auch so. Also ich stelle es auch immer lieber mit der Zeit ein, auch wenn der Zug dann im Zweifelsfall ewig in der Station wartet. Aber letztendlich ist es mir lieber, als den ganzen Track nochmal umbauen zu müssen im Extremfall. Das müsste eigentlich auch schon ganz gut passen eigentlich mit den 20 Sekunden. Jetzt gucken wir mal, wie lange er oben warten muss. Eins, zwei. 2 Sekunden, dann machen wir mal 5 Sekunden hoch, damit wir ein bisschen Sicherheit haben und dann warten sie zwar ein bisschen länger, aber solange denn das Ding geht, ist alles okay. Breakrun, okay, da können wir auch gut und gerne 5 Sekunden mehr machen. Obwohl der Lift schon ziemlich langsam ist und obwohl es 3 Block-Sections haben will. Es ist natürlich schade, dass diese Gerade nicht hier unten ist, weil sonst könnte man. Umbauen kann man den ja nicht. Okay, hier muss man sagen, es könnte sein, dass ich den 1 zu 1 nachbaue. Allein damit hier oben nochmal
hier ein Fake-Block-Segment quasi einbaue. Einfach damit das Timing hier oder damit die Kapazität ein bisschen, obwohl die Kapazität ein bisschen höher ist, hier fährt eh keiner mitfahren, das sind wie komisch, Leute. Der Enterprise, der fährt da fröhlich seine Runden. Die Topspin steht da immer noch hier. Können wir mal irgendwann woanders hin platzieren. Sobald ich diesen Themenbereich hier mache, den Green Lantern-Themenbereich. Naja, aber ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequatscht. Speichern wir noch. Dann gibt es das tollste Outro der RCT2 Germany-Geschichte. Bis dann, wenn es wieder heißt, Birschmann Ghost Baby. Fick dich.